Und da sind wir auch schon wieder bei Detroit Become Human. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt in der Rolle von einem zweiten Androiden geschlüpft und müssen zum Malereibedarf Bellini. Oh, kann ich das lesen? Oh, ich kann das sogar lesen. Sehr schön. Das machen wir doch gleich mal. Tech Addict. Androidensoldaten, perfekte Killermaschinen. Geheimnisse von Androiden. Wie Cyberlife seine Androiden für das Leben mit dem Menschen gestaltet. VR um MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Bitte was? 1 Milliarde Spieler? Das nimmt ja hier schon Anzeichen wie bei Sword Art Online, falls ihr das kennt. Sehr geile Anime übrigens. Geheimnisse von Androiden. Androiden zu gestalten, die vom Menschen akzeptiert werden, war eine große Herausforderung für Cyberlife. Jason Graff, Leiter der Humanisierungsabteilung bei Cyberlife, enthüllte in unserem letzten Interview einige seiner Designgeheimnisse. Die ersten Androiden waren perfekt. Sie hatten perfekte Gesichter, eine perfekte Mimik und wir erkannten früh, dass sie etwas Verstörendes an sich hatten, das den Leuten ein unbehagliches Gefühl machte. Cyberlife hat seine Maschinen menschlich gestaltet, damit sie in unsere Häuser kommen und neue Familienmitglieder werden konnten. Menschlich hergestaltet, alles klar. Sie schufen Androiden beiderlei Geschlechts und sämtlicher Ethnien, analysierten tausende von Stimmen, um den angenehmsten Klang zu finden. Das realistische Blinzeln wurde perfektioniert, obwohl völlig unnötig, zusammen mit Atmung, Gesichtsbehaarung und vielen menschlichen Eigenschaften. Diese perfekte Simulation des Menschen bis ins Detail, die Androiden nicht benötigen, ist das Geheimnis hinter Cyberlives Designerfolg. Wow, nächste Seite. Nächste Seite, come on. Erdtemperatur seit 2000 um 3 Grad angestiegen. Green Earth. Klimawandel, wie die Umwelt die amerikanische Gesellschaft verändert. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Bitte was? Um 10 Meter? Boah, das ist schon heftig. Ich meine, unsere Deiche hier in Deutschland an der Nordseeküste sind ja schon 8 Meter hoch. Dann nochmal 10 Meter obendrauf? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, 18 Meter Deiche. Eine aktuelle US-Studie hat herausgefunden, dass mit den Ansteigen des Meeresspiegels und der Klimaveränderung mehr und mehr Wetterextreme einhergehen und die reichen Amerikas einst blühende Küstenstädte verlassen. Immobilien an der Küste in ehemaligen Top-Locations wie Miami und Los Angeles erleben eine Angstflucht, denn die wohlhabenden Anwohner ziehen Besitz weiter im Inland oder in größerer Höhe vor. Das treibt die Preise in ländlicheren Gegenden nach oben und in ehemals begehrten Vierteln fallen sie in den Keller. Dies mag nach einer Gelegenheit für ärmere Amerikaner klingen, einen neuen Lifestyle zu genießen, doch die Realität sieht weniger attraktiv aus. Oh ja, wie so oft, auch hier in der Realität. Küstenregionen sind nicht nur regelmäßig Hochwasser, Hurricane und anderen extremen Wettern ausgesetzt, sie leiden auch unter einer Stadtflucht. Alle Dienste und Einrichtungen folgen den reicheren Kunden in neue Gebiete. Arnold Waters, Spezialist für Stadtentwicklung, nennt dies den Donut-Effekt, bei dem die ehemaligen Zentren der Küstenstädte ausgehöhlt werden. Die Statistik ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie sich die Klimaveränderung auf die amerikanische Gesellschaft auswirkt. Sie verändert nicht nur das Aussehen der Umwelt, sondern auch das soziale Gefüge unserer Nation. Das war's? Ah, das war's. Okay. Wow, also auch hier im Spiel haben die mächtig mit dem Klimawandel zu kämpfen. Sehr nah an der Realität, wobei wir noch keinen Anstieg von 3 Grad haben. Gott sei Dank noch nicht. Ich hoffe, das wird auch nicht kommen, aber ja, für mich selber, ich schaue da eher ein bisschen düsterer rein. Weil die Menschheit einfach nicht wahrhaben will, dass es auch anders geht. Wasser. Wasser. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. 17 Meilen Lauf. Ja, kann ich mit dir sprechen? Ja. Huch. Oh. Oh, sie wollte anscheinend keinen Kuss haben.
Ah, die kuscheln sich aber trotzdem ganz schön nah an hier. Naja. Sonniger Tag. Ist ja auch schön, dann im Park zu verbringen. Ah, hier sehen wir schon, dass die Androiden die sozusagen die Drecksarbeit übernehmen. Android work ahead. Ja, und der Chef scheint hier ein richtiger Mensch zu sein. Na gut. Sieht so aus, als ob nur noch die leitenden Positionen wirklich von Menschen ausgeführt werden. Oh, wen haben wir denn hier? Einen Obdachlosen. Oh Gott. Ban Androids. Androids ruin our country. We want jobs. Ja. Ja, das ist natürlich die andere Seite der Medaille, ne? Aber ist immer schwierig zu sagen, inwieweit die Androiden auch wirklich in unserer Gesellschaft eingeführt werden sollten. Das ist wirklich ganz schwierig zu sagen und glaube ich auch ganz schwierig, das wirklich unterzubekommen. Get yours today. Das haben wir ja eben im Intro gesehen. Cyberlife. Was? Warte auf grünes Licht. Ja, coole Ampel. Oh, ich würde mir auch mal wünschen, dass unsere Ampeln in Deutschland auch mal besser designt werden. Aber gut, tut jetzt auch nicht Not. Warum auch? Grün. Ey, du stehst ja halb auf dem Zebrastreifen, Junge. Also wie ihr seht, ich gehe hier wirklich rum und inspiziere auch vieles, möglichst alles, weil das ist natürlich auch ein sehr storybasierendes Spiel und ich möchte hier einfach nichts verpassen und werde dieses Spiel auch sehr intensiv spielen. Mir wirklich alles angucken. Auch mal kurz stehen bleiben, falls da irgendjemand eine Ansprache hält oder ein Liedchen trällert oder sonst was. So, wen haben wir hier? Ein Hotdog-Verkäufer. Hey, lecker. Weg da! Du verscheuchst noch meine Kunden! Ja, okay. Entschuldigung. Scheint's auch keine Androiden zu mögen. Polizei. Das sind aber keine Androiden, oder? Doch, das ist auch ein Android hier. Ist er hier auch ein Android? Nee, er nicht. Das ist ein richtiger Mensch. Oh. Zu Bellini nicht hier entlang, ja. R2 drücken, um GPS zu verwenden. Okay, Bellini ist da hinten. Hole Bestellung 847 bei Malereibedarf Bellini ab. Und geh zu Malereibedarf Bellini. 65 Meter. Ja. Das machen wir natürlich auch gleich, aber erstmal will ich mich natürlich noch ein bisschen umschauen. Oh, hier ist noch ein Obdachloser. Das sollte doch in Bucht 7 sein. Steht denn da auf sein Schild? Become Androids, help me. Ah. Hey, ma'am, haben Sie Kleingeld? I don't have my home, I got my job lost. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wegen Androiden. Na, guck mal, hier darf ein Android auch wieder die Drecksarbeit machen. Aber wer bin ich denn selber? Ich soll... Also irgendein Paket für unseren Besitzer abholen. So wie es ausschaut. Was haben wir hier? Sushi Bar. Hiroko Sushi. Was du sonst zu sagen? Ich sage es euch, der Tag wird kommen, an dem wir für unsere Arroganz zahlen müssen. An diesem Tag werden wir uns verantworten müssen für die Götzenanbetung. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Bist du dir da sicher? Diese Androiden sollten unsere Sklaven sein. Oh Mann. Doch diese Sklaven werden zu Meistern. Also viele Leute hassen hier wirklich die Androiden. Größtenteils wahrscheinlich, weil die Androiden deren Jobs wegnehmen und hier eine sehr hohe Arbeitslosigkeit herrscht. So, bevor wir da reingehen, gucken wir uns natürlich auch nochmal im Innenkreis hier an. Schauen wir uns nochmal im Innenkreis hier um. Vielleicht sehen wir ja noch irgendeine Zeitschrift oder können mit irgendjemandem reden. Nee, er geht weg. Er hat uns gesehen. Und ergreift die Flucht. Ja, hier auch die Reinigungskräfte. Alles Androiden, was vorher Menschen gemacht haben. Noch ein Android. Okay. Maschinen,
meine Damen und Herren, sollen uns dienen und nicht ersetzen. 35% Arbeitslosigkeit, Millionen ohne Job. Und tun wir irgendetwas? Yeah. Wir wollen Jobs. Nicht mehr Androiden. Wir müssen diese Androiden loswerden. Was wollen wir? Wann wollen wir es? Was wollen wir? Wann wollen wir es? Was wollen wir? Wann wollen wir es? Oh Mann. Ja, es geht wieder los. Ben's Hotdog. Maschinen, meine Damen und Herren, sollen uns dienen und nicht ersetzen. 35% Arbeitslosigkeit, Millionen. Ah, ich kann hier anscheinend nichts machen. Okay. Hotdogs. Wir wollen Jobs. Nicht mehr Androiden. Wir müssen. Also cool, die oder? Ah, guck an, das ist auch selber ein Android. Ich möchte einen Hotdog. Aber ich werde wahrscheinlich keinen Hotdog benötigen, weil ich bin ja ein Android und Androiden brauchen nicht wirklich Essen. Ach Mist, jetzt bin ich wieder außen rum gegangen. Naja. Na, gibst du mir einen Hotdog? Nee, du willst ja nicht, dass ich einen Hotdog bekomme, ne? Oh. Bist du taub, du Plastikmüll? Ich sag dir, weg da! Eieiei. Der ist auf Krawall aus. Na komm. Mal sehen, was passiert. Anscheinend nichts mehr. Na gut. Na gut. Eine Stadtreinigung. Ah, er schnappt sich gerade die Gitarre. Ein Chili-Dog mit allen. Herr Klimpermann, Song für uns. Oh, es hört sich gut an. Human Music. $1 to hear music with soul. Ja, vom Menschen, nicht vom Androiden. Take a breath and step in. You're blown through the city. Everyone keeps asking me 20 cents and pity. All that I'm asking is, baby, please think of me. Yesterday was blue skies and bicycles, and I miss you already.
down rain fall on me again. Round my feet, stuck on your doorstep. Hallway lights trace your silhouette. Down rain fall on me again. Okay. Wow. Aber wirklich sehr, sehr schön. Ich würde ihn am liebsten einen Dollar geben, aber den kann ich leider nicht. Ja, wie ihr seht, also ich gucke mir das wirklich hier schön an. Es ist halt ein sehr storylastiges Game und ich will die ganzen Impressionen, alles auf mich einprasseln lassen. Ich stehe auf sowas. Falls ihr nicht so da drauf steht, könnt ihr das ja gerne vorspulen. Dafür gibt es ja die Option bei YouTube. Oh, was haben wir hier im Cinema? Ein Kino. Was läuft denn hier so Feines? Anna Maverick. 3021. After Mankind. Ah, Androidenfilm. Das passt ja. Das passt ja zum Zeitgeschehen. Invasion der Androiden. Raken, The Last Guardian. The Target. Oh, gut. Die Poster scheinen ja noch sehr normal auszusehen. Die scheinen nicht mit in die Zukunft gereist zu sein. Also da scheint sich nicht viel verändert zu haben. Ah, hier haben wir Bellinis. Smith & White. Was ist denn Smith & White? Ah, hier gibt's Kleidung für Androiden, oder was? Nee, normale Kleidung. Okay. Oh, wahrscheinlich auch für Androiden. Ist ja, sind ja auch ganz normal menschlich hier, ne? Müssen ja nicht nur normale tragen können. Da oben wirkelt wieder ein Android rum. Pineapple Books. Oh, hier komme ich nicht weiter. Ist wieder eine Begrenzung. Uiuiui. Der hat anscheinend auch seine Arbeit durch einen Androiden verloren. Armer Kerl. Na gut, dann holen wir mal die Farbe ab. Genug rumgeguckt, wir haben jetzt alles erkundet. Ah, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier sonst noch irgendwas? Nee. Gib mir mal eine Kasse. Bellini Paint. Identifikation bestätigt. Auch ein Android. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Ja. Zahlung bestätigt. Oh. Verkauf mein Controller ist gleich leer. Das ist ja nicht so gut. Paket abgeholt. Nimm den Bus nach Hause. Okay, das war jetzt nicht so menschlich. Das war noch sehr, sehr, ja, roboterhaft. Maschinenhaft. Wenn man das so sagen möchte. Ändere mit der R1 den Kamerawinkel. Ja, das habe ich auch schon getan. Welcome to Detroit. Football Stadium. Ah, da hinten ist das Football Stadium. Nicht schlecht. Get yours today, Cyberlife. Oh. Oh, sollte ich wirklich an den Demonstranten vorbeigehen? Ich komme hier jetzt ja durch. Ah, und noch jemand den Job verloren. Noch ein Obdachloser. Haben wir hier. Was steht da? No Androids allowed. Okay, und der Kellner ist selber ein Android. Das ist ein bisschen paradox, oder nicht? Naja. Wie auch immer. Ich werde einfach mal gucken, was hier so passiert. Ich gehe mal ganz demonstrativ an dem vorbei.
Mal schauen. Oh, okay, es passiert tatsächlich was. Okay. Ach, wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Oh. Ey, oh. Oh, vielleicht hätte ich da wirklich nicht durchgehen sollen. Scheiße, ich hoffe, ich verliere das Paket jetzt nicht. Oh. Warum? Ja, man muss halt bedenken, die sind halt auch wirklich verzweifelt, ne? Die du gehst nirgendwo hin. Wir haben alle ihre Jobs verloren. Mach das Ding fertig. Na los! Oh nein. Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Gott sei Dank. Ist ja nochmal alles gut ausgegangen. Aber okay, wie ich gerade schon gesagt habe, man muss halt bedenken, die sind halt verzweifelt und, hey, scheiße, ich glaube, das war unser Bus. Naja. Die sind halt verzweifelt und haben alle ihre Jobs durch Androiden verloren. Also man kann deren Stimmung auch nachvollziehen. Und deren Gemüter, dass die so aufgebracht sind. Naja. Android, Android Area. Auf den Bus warten. Machen wir das doch. Oh Mann, schwierig. Ja, schwieriges Thema. Eine extra Sektion, ein extra Abteil im Bus selber, nur für Androiden. Oder, ja, anscheinend. Das sieht wirklich so gut aus. Erstaunlich. Und wie gesagt, in UHD, in Ultra HD, 4K und High Dynamic Range Farben und Kontrast sieht das Ganze nochmal viel geiler aus. Also wirklich, Leute. 840 Gesamtpunkte. Oh, wir haben 100% abgeschlossen. Öffentliche Meinung skeptisch. In Park spazieren gehen. Hotdog-Verkäufer ansehen. Hotdog-Verkäufer schubst Marcus. Demonstranten bedrängen Marcus. Ah, okay. Unser Name ist also Marcus. Vom Androiden. Malereibedarf aufsuchen. Paket abholen. Musikanten zuhören. Aber mal gucken, was die weltweite Statistik ist. Boah, guck an. Dass der Hotdog-Verkäufer einen schubst, haben nur 3% weltweit. Alles klar. Meine Güte, dann bin ich ja gar nicht so schlecht. Hey, das ist doch ganz gut, dass wir das hier alles ein bisschen intensiver spielen. Also ich werde es auf jeden Fall so weiterverfolgen. Geheimnisse von Androiden lesen und Klimawandel lesen. Oh, das haben auch gar nicht so viele gemacht. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Aber okay. Ich sage dann auch hier mal wieder. Oder spiele ich noch ein bisschen? Nein. Ich lasse es. Sonst überziehe ich wieder maßlos mit der Zeit. Ja, dann beenden wir das Ganze hier für die zweite Episode. Mal schauen, wo wir gleich hinkommen werden. Ich denke mal, dass es vielleicht mit Kara weitergeht, weil die wurde ja gekauft und jetzt sind wir direkt so zu Marcus gestoßen. Da wird es denn, ich vermute mal, höchstwahrscheinlich mit Kara weitergehen. Aber das werden wir dann in der nächsten Episode erfahren. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Boriak.